Gut, und dann gehen wir mal die Gildenjungfer besuchen und fragen sie, ob sie jetzt zufrieden ist mit ihrem Notizbuch. Herr, vielen Dank, Kretzel. Du hast mir geholfen, so viele Lücken in meinem Nachforschung zu schließen. Ich habe mein neues und noch nennenswerteres Notizbuch gleich der Akademie geschickt. Diesmal nehmen sie es bestimmt an. Ich hoffe nur, dass das von mir gesammelte Wissen sich für irgendjemand als nützlich erweisen wird. Wie dem auch sei, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Du erfährst es als Erste, wenn die Akademie zurückschreibt. Okay, und damit haben wir vorerst hier alle Quests abgeschlossen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hierfür jetzt auch einen Jägerrang brauchen, um die nächsten weiterzumachen. Aber wir haben hier jetzt niemanden mehr, mit dem wir sprechen können. Auch in den anderen Dörfern haben wir niemanden mehr. Da fällt mir ein, wir können mal kurz zur Sonnenwohlinsel gehen. Das können wir mal kurz machen. Weil da war ich ein bisschen um... Ach verdammt, das war Blödsinn. Um nach Plesiow Ausschau zu halten. Und da ist mir aufgefallen, dass die Schnurrmeisterin noch was von uns will. Wahrscheinlich sagen, dass die Insel jetzt komplett aufgebaut ist. Und deswegen wollte ich das auch nochmal kurz abschließen. Da ist sie ja auch schon. So, Schnurrmeisterin. Lakai, das hier ist für dich, Miau, ein kleines Andenken an dir, dass dir die Kameraden nach ihrer Tour mit den Miausterjägern mitgebracht haben. Ist das nicht süß, Miau? Miausterschein. Ach so. Gute Neuigkeiten. Dank ihrer harten Arbeit können die Miausterjäger jetzt hochrangige Routen angehen. Hochrangige Routen sind viel gefährlicher, also stell sicher, dass die Miausterjäger gut vorbereitet sind, Miau. Natürlich sind die Belohnung das Risiko wert. Mit den gefundenen Resten kannst du allerhand Kameradenausrüstung herstellen. Kameraden lieben neue Abenteuer, neue Ausrüstung, Miau. Und bevor ich es vergesse, deine Kameraden haben jetzt neue Miausterjäger-Fertigkeiten. Zum Beispiel markiert ein Plus, dass der Angriffsschaden einer Fertigkeit einiges höher ist. Unglaubliches Bocken kann manchmal Schaden von einem Monster vollständig negieren. Es gibt eine Menge interessante Fertigkeiten. Vielleicht hat ja ein Wildkamerad einige. Okay, und das war's? Na, schade, aber was ist mit dem Schwert dort hinten? Ich dachte, darüber sagt sie jetzt was. Weil jetzt sind wir ja eigentlich komplett geupgradet. Es lässt sich nicht herausziehen. Nein, wir sind immer noch nicht würdig. Schade. Das wäre das gewesen. Gut, dann gehen wir aber zurück nach... nach Valhalla. Ja. Wieso Valhalla? Egal, machen wir in Valhalla, geht genauso. Machen wir hier die letzte Quest. Warst du schon mal im Himmelsberg? Ich war schon 20.000 Mal im Himmelsberg, Gildenjungfer. Ach, naja. Oh Gott, die letzte Quest, die wohl ansteht, die rote Drachendämmerung. Ich hatte echt irgendwie gehofft, dass es irgendwie noch was sich ergeben wird. Was wollte der Dings denn jetzt eigentlich? Der Lanzenträger, wieso hat der jetzt keine Quest mehr für uns? Oder ist das dann die letzte Quest? Nee, aber der hat nichts mehr für uns. Merkwürdige Sache. Gut. Die letzte Quest, der rote Fatalis. Und ich habe mir lange überlegt, wie ich es mache. Ich werde erstmal wieder ansagen, dass sollte es nicht funktionieren, dass es dann nicht funktioniert, weil ich halt gerade eben nicht die perfekte Ausrüstung für ihn habe. Ja, und deswegen, ja, wenn es einfach nicht funktioniert, dann lassen wir es einfach so. Ist ja meistens ähnlich bei den, oder ja, ist ja meistens so bei den High-Rank-Dorf-Quests, dass man sie schwer schaffen kann mit dem an sich Dorf-Equip. Dafür braucht man ja meistens schon Gilden-Equip. Aber wir werden es trotzdem mal probieren, vielleicht schafft man ja. Ich werde mich auf jeden Fall gut vorbereiten und werde dafür tatsächlich die Doppelklingen nehmen. Einfach nur deswegen, weil sie sind deutlich stärker als meine Drachen, als mein Drachen-Charge-Blade. Ich kann an sich keinen arg viel besseren Doppelkling herstellen mit dem Schaden. Und, also zumindest nicht, was nicht ewig gebraucht hätte zum Farmen. Ich hätte mir da diese Lao-Shan-Drachenklingen machen können, das hätte aber Daren Moran und einen Höllen-Sinokes-Stein auf jeden Fall gebraucht.
Und bis ich an nochmal einen Höllenzinnogestein komme, weil den brauche ich ja an sich auch nochmal für die Wasserwaffe, das wird eine halbe Ewigkeit dauern. Deswegen, ich hatte einfach keine Zeit dafür. Da er aber eine verdammt große Drachenschwäche hat und nur, ich sag mal neutral, zu Donner steht, er hat eine leichte Donnerabwehr. Aber nichts, was diese 300 Schaden jetzt so mega wegreduzieren würde. Und zudem haben wir auch nochmal ziemlich guten Grundschaden. Und wie gesagt, diese 280 Drache gehen so durch, das ist halt direkter Schaden, den wir theoretisch machen. Und ja, die 300 Donner, die werden leicht abgeblockt, aber ja, wie gesagt, nichts, was so schlimm ist. Deswegen, also es ist jetzt kein plus 5, sag ich mal, das er hat. Und deswegen geht es eigentlich in Ordnung. Ähnlich jetzt wie bei der Rathian gerade. Ich kann jetzt halt nicht sagen, ob es bei der Rathian jetzt dran lag, dass ich die falschen Waffen hatte oder ob sie immer einiges aushält. Wie gesagt, keine Ahnung. Nur ich gehe einfach mal so grob davon aus, dass es einfach ja von ihrem Typ abhängt, dass sie halt stark gepanzert ist. So, und viel aushält. Das wollte ich eigentlich vor allem damit sagen. Gut, was wir aber auf jeden Fall mitnehmen werden, sind zwei Fassbomben L, mehrere Fassbomben, also L plus und L. Und die Frage ist, Schießpulver, okay, wir können Schießpulver herstellen. Dann nehmen wir, was brauchen wir für große, brauchen wir Splitterfische, nicht wahr? Ja, haben wir aber auch genügend. Sehr schön. Das heißt, Schießpulver, großes Fass und Splitterfische. Großes Fass. Schießpulver ist hier oben. Wow, wir können davon einige mitnehmen. Und die Fassbomben S können wir auch mitnehmen. Müssen wir uns nicht immer selber sprengen. Und Splitterfische. Die wohl wichtigsten von allen. Gut, die können wir, die sind bloß auf 10 maximiert. Okay. Das haben wir. Wir haben leider immer noch nicht die beiden. Egal, also die beiden verbesserten. Splitterfische haben wir. Nullbären haben wir. Honig haben wir. Wettsteine haben wir. Teleporter. Ich weiß es eigentlich schon. Es sind die Inseln, wo man an sich auch den Akantor erledigt. Und Akantor war ähnlich wie Alatrion, dass man Kaltgetränke braucht. Das ist ja beim Diamiralis nicht so, was ich sehr angenehm finde. Auch wenn es an sich auch eine Vulkanebene ist. Aber hier braucht man wahrscheinlich auch Kaltgetränke, deswegen nehme ich sie mit. Und dann schauen wir uns einfach mal an. Ich habe eigentlich schon, normalerweise gehe ich auf so eine Quest einfach so YOLO-mäßig, sage ich mal. Also einfach mal so drauf und schauen, ob es überhaupt funktioniert. Das Interessante ist, dass ich mir jetzt natürlich schon ein bisschen mit Roten Fatalis auskennen. Das heißt, ich weiß, was seine Besonderheit ist und ich weiß, wie er ungefähr funktioniert. Man kann sagen, er ist einfach bloß eine Fellenkarawanenführer. Erhöht die Karawanenpunkte, die du in Quest erhältst. Kann man nehmen, muss man jetzt nicht nehmen. Ich hätte vielleicht auch das Dings nehmen sollen. Ein Gutschein. Naja, egal. Ja, was wollte ich sagen? Ja, ich weiß halt, worum es sich da so ein bisschen handelt und deswegen gehe ich davon aus, dass wir ihn vielleicht nicht schlagen werden, aber auf jeden Fall mal einen guten Kampf abliefern werden. Und das werden wir machen. Rote Drachendämmerung. Ein roter Fatalis, beziehungsweise ein Karmesin-Fatalis. Ich weiß es gar nicht, wie er genau heißt. Ich weiß, dass er im Englischen Crimson-Fatalis heißt und das heißt ja sowas in Richtung, ja, es geht auch in Richtung Purpur, aber auch Karmesin, Rot und sowas. Also, ja, an sich ein Roter. Welches Rot es jetzt genau ist, ist schwierig zu sagen. Gehen wir los. Ich habe eine Nachricht für dich. Wenn du weißt, was gut für dich ist, sollst du keine Fragen, stellst du keine Fragen und machst dich gleich auf den Weg.
Und, oh, was? Was? Wie mies. Da konnte man nicht ausweichen. Und damit haben wir zumindest unseren zweiten Drachenältesten Boss, und zwar den roten Fatalis. Der erste war der Shagaru Magala. Und ja, ich bin mir gar nicht sicher, kommt Fatalis aus Freedom 1, also aus Monster Hunter Freedom 1? Wow. Ich weiß es nicht, woher ganz genau kommt. Da kenne ich mich nicht aus. Ich weiß bloß, dass er schon in Freedom 2 dabei war. Aber dort war er nicht der Boss. Er ist aber so ein typischer Drachenältester Boss. Das Besondere an ihm ist bloß, dass man ihn abwehren kann. Das ist an sich einzigartig bei ihm. Weil gerade sowas wie Shagaru Magala oder sowas muss man immer töten. Während man ihn tatsächlich auch bloß abwehren kann. Das heißt, abwehren ist, ihn unter eine gewisse Anzahl von Leben zu bringen, bevor die Zeit abläuft. Ich weiß aber nicht, wo die Leben liegen. Ich glaube 45%. Okay, ich sehe schon, das wird eklig. Ich glaube 45% habe ich vielleicht mal gelesen. Irgendwo, keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Oh Gott. Aber wie gesagt, roter Fatalis. Normalerweise lernt man erst den normalen Fatalis kennen und dann den roten. Komischerweise machen sie hier zuerst den roten. Ich weiß nicht wieso. Der rote ist nämlich eigentlich der... Es ist eigentlich... Ja gut, hier scheint er verändert zu sein. Damals in Freedom Unite war es so, dass der rote Fatalis eigentlich bloß ein ganz normaler Fatalis war. Bloß mit einer großen Besonderheit. Aber die werden wir erst später in diesem Kampf erfahren. Und da werde ich dann nochmal darauf hindeuten. So, Flieg- und Siegdrache. Und ja, man muss ja sagen, der Fatalis ist eigentlich so wirklich... Das ist so ein richtiger, oder sagen wir ein richtiger europäischer Drache. Das ist es ja eigentlich. Aber jetzt keine Wyvern, sondern eigentlich ein Drache. Weil Wyvern, es ist immer schwierig, aber Wyvern sind ja eigentlich Rathalos. Also Drachen, die zwei Beine haben und theoretisch dann Flügel als Arme. Während dieser Drache ja vier Arme hat und Flügel. Wie gesagt, so typisch europäischer Drache. Und ja, dadurch ist er irgendwie immer so ein bisschen dieses, ja, oder mir zumindest immer im Kopf geblieben, halt wirklich so als Drache, als Urdrache. Er kann Bombe, er kann zwar viel Feuer, aber er kann auch Bombe. Wow, das ist mies. Das ist vor allem gar nicht gut. Weil wir haben ja gesehen, dass Bombenschaden verdammt viel Schaden machen kann, wenn man es blöd abbekommt. So, vor ihm stehen ist aber, glaube ich, auch gar nicht das Schlimmste, weil hinter ihm haut er mit dem Schweif zu, genau. Aber vor ihm geht er eigentlich. Jetzt kann es halt bloß noch am Schweif scheitern. Er macht irgendwie ein ähnliches Geräusch wie Garuga, habe ich das Gefühl. Er hört sich ein bisschen nach Garuga an. Vor allem so hoch halt. Das finde ich gerade ein bisschen merkwürdig. Das da, das ist so typisch Garuga, das ist... Okay, jetzt gehen die wieder hoch. Das Problem ist, ja, ich habe es gar nicht nutzen können, dass sie runtergehen. Weil es sich so schnell durchgeschlängelt hat. Ich würde ihm ja ganz gerne auf den Kopf springen. Nur gerade eben tut es nicht. Gerade eben haben wir keine Möglichkeit dazu. Okay. Ahahaha. Gut. Aber alles gerade in Ordnung. Es ist auch so ein, ja, er ist an sich ein leichterer Boss, weil man kann ihn auch mal aktiv angreifen, wie man sieht. Der Shagaru war ja wirklich ähnlich wie der Goa. Ein bisschen gefährlich in der Hinsicht. Wow, miese Kombo. Miese Kombo, okay. Merke ich mir. Und das geht so ungefähr in meine Richtung. Das war ja mal was. Okay, da muss ich vorsichtig sein. Vor allem, wenn er aggro ist jetzt gerade. Ah, okay, er hat es nicht nochmal gemacht. Kann ich jetzt mal... Dafür hätte ich jetzt Dings machen müssen. Okay, bloß von seinen Armen getroffen. Das heißt, unter ihm ist man da eigentlich sicher. Ich muss mal gleich ein bisschen fliegen. Dann geht es vielleicht. Ah, nee, er hat die Plattform zerstört. Ach Mann, du Vieh, du. Du Mistvieh. Ach, schade. Überall, wo ich drauf springen könnte, kann ich nicht. Weil auf den Fatalis drauf springen wäre natürlich eine coole Sache. Dann könnten wir ihm nämlich vielleicht auch mal in seinem Gesicht Schaden machen. Weil so die Hörner und sowas hätte ich auch ganz gern. Das
Kann eigentlich nicht schaden. So eine gute Drachen- und Feuerwaffe wahrscheinlich. Nie verkehrt. Eigentlich macht er ja keinen Drachenschaden, aber man bekommt höchstwahrscheinlich eine Drachenwaffe auch von ihm. Wobei, es kann auch eher sein, dass das Feuer. Schauen wir mal. So, und da nochmal ein bisschen durchprügeln. Und wie gesagt, halt vor allem der Drachenschaden regelt es jetzt gerade. Ist halt vor allem das, worauf ich baue. Ja, man sieht, der Fatalis ist eigentlich eher darauf getrimmt, dass er sehr viel Umgebungsschaden macht. Ab und zu ein bisschen rumwackelt und oh Gott, wow. Und dadurch dann halt den Schaden raushaut. Aber jetzt nicht wirklich so aktiv einem hinterherhaut oder sowas wie der Shagaru. Da war er schon ein bisschen was Besonderes. Und ja, da kommt er vielleicht auch aus einer anderen Zeit, wo man mal sagen muss, im Vergleich zu Freedom Unite, wo ich denke zumindest, dass er so war, war er relativ einfach, weil er nicht arg viel gemacht hat. Zumindest nicht so viel wie hier gerade. Oder sagen wir es anders, er hat ähnlich viel gemacht wie der normale schwarze Fatalis. Und der hat damals schon nicht viel gemacht. So ist es eigentlich. Wow! Ich habe aber gerade gar nichts gesehen. Ich könnte so gut wie tot sein. Das war Glück, dass er da nicht irgendwie zugeschnappt hat oder sowas. Er haut mich halt fast instant runter, das ist es. Also wenn ich da mal in so einer Drachen- oder in so einem Feuerangriff oder sowas drinstehe, ich bin an sich instant down. Das hat jetzt an sich gar nicht so viel Schaden gemacht, dafür, dass es wirklich bloß ein direkter Feuerball war. Okay, von seinen Bomben will ich auf jeden Fall nicht getroffen werden, genauso davon nicht. Ah, gut, na gut, na gut. Nein, 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 okay. Wenn ich da abgeprallt bin, oh, von... Wo wir von Abprallen reden. Ich sollte dringend mal nachwetzen. Das mache ich so einfach mal. Dass ich das so ausnutze. Oh, hi, na? Da mal wenigstens ein bisschen ins Gesicht. Kann nicht schaden. Vielleicht bekommen wir wenigstens ein Horn. Ich weiß nicht, ob man... Ich glaube, man kann sein Auge verletzen und dann erst seine Hörner. Da, es gibt den Schweif wieder, ja. Okay, das kann man sehen, wenn der Schweif kommt. Macht zwar nicht so viel Schaden, aber gut. Da jetzt zum Beispiel wieder, wenn es so draufhaut. Das Problem ist, kommt man da noch weg, wenn man gerade draufhaut? Normalerweise eher nicht. Ah, gut, schauen wir mal. Das Problem ist halt jetzt wirklich, ich weiß halt nicht, wie viel Schaden er raushauen wird. Ja doch, nee, wie viel Schaden ich raushauen wird. Genau. Das ist eigentlich jetzt gerade das, woran es steht und fällt. Wenn ich den Schaden nicht bringe, dann ist das eigentlich alles vorbei. Und das werden wir, ja, theoretisch auch erst nach den 35 Minuten sehen. Das ist leider das große Problem. Deswegen, ja. Können wir jetzt gerade bloß versuchen und abwarten. Vielleicht killen wir ihn, vielleicht nicht. Wir werden sehen. Es wäre halt echt schön, wenn wir auf ihn drauf springen können. Das Feld ist halt auch verdammt groß, aber wir haben ihn da irgendwie so ein bisschen eingesperrt, sag ich mal. Naja. Ich meine, solange da... Es wäre mal schön, wenn er wieder ein bisschen aus der Lava rauskommt. Ja, genau. Oh Gott. Zum Glück brauchen die ein bisschen, bis sie landen. Ja, das war auch schon wieder verdammt knapp. Weil davon will ich bestimmt nicht getroffen werden. Er fliegt? Fliegen ist gar nicht gut. Dann macht er wahrscheinlich den Sprintangriff, ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Worauf lasse ich mich hier denn schon wieder ein? Frage ich mich. Roter Fatalis. Aber ich muss sagen, es ist echt cool, weil, ja, es ist einfach ein cooler Bosskampf. Das auf jeden Fall. Er hat mir auch schon immer gefallen, der Fatalis. Und der rote Fatalis, ja, war halt auch witzig, sagen wir es mal so. Und wieder Agro, aber Agro erst wieder nach der Zeit. Ich meine, es ist... Na, davon muss ich halt aufpassen. Sobald er hochfliegt, macht er das. Das ist... Das kann man so sagen. Ja, was wollte ich sagen? Nee, er ist einfach ein cooler Boss. Er war schon immer ein cooler Boss. Er ist schon... Oder er ist auch immer noch ein cooler Boss. Deswegen, ich habe mich drauf gefreut. Auf den Kampf. Nur ich... Gehe halt immer noch nicht unbedingt davon aus, dass wir so viel Schnitte gegen ihn haben werden. Weil es ist halt einfach ein... Ja, ein großer Drachenältester Boss. Wie gesagt, ich... Glaube, es ist der Endboss von Freedom... von Freedom 1. Ich weiß es aber nicht genau. Dafür habe ich Freedom 1 nicht gespielt. Und, ja, kenne mich damit halt nicht genügend aus. Sehr schön. Nein, 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 nein. Ich hätte mit dem letzten weghechten müssen. Das hätte es ja auch geheilt. Das war ja eigentlich blöd, ja. Da nochmal. Sehr schön.
Wenn er aggro ist, macht er halt, ja, ist ein bisschen aggressiver. Das ist nicht ganz so gut. Vor allem, wie gesagt, das Schöne ist halt, wir können ihn auch bloß abwehren. Was? Das ist, glaube ich... Oh, krass. Oh, krass. Das hat vor allem gerade überhaupt nichts gebracht. Ich bin überhaupt nicht auf ihn... Ja, überhaupt keinen Fallschaden. Da habe ich jetzt Fallschaden gemacht. Sehr schön. Aber ich habe gerade die Bombe auf mir drauf. Wow, aber da kann man ihn richtig gut angreifen. Interessanterweise. 10 Minuten... Okay, aber maximale Schärfe. Ich muss davor richtig aufpassen. Vor allem, wenn er aggro ist, macht es viel Schaden. So. Okay. Ja, und da... Ja, das ist so typisch. So dieses Anlaufen. Oh, krass. Oder verdammt. Das eher. Ich habe ja ganz vergessen, das nochmal nachzunehmen. Und ich habe vergessen, Dämonenmittel zu nehmen. Das könnte vielleicht sogar das Problem daran sein. Vielleicht haben wir deswegen jetzt die Quest verloren, sag ich mal. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Oh, jetzt ist das wieder runter. Ja, dann heißt es doch nochmal, auf dich drauf springen. Sehr schön. Das erste Mal, dass wir den Fatalis erklimmen. Was tust du? Gleich von Anfang an natürlich das. Okay. Wow. Wie wackelt er denn mit dem Hals? Ich würde mal aufpassen, dass du da nicht einen Genickbruch bekommst. Oh, voll ins Gesicht. Das tut doch weh. Oh, der Arme. Oh, das tut mir fast schon ein bisschen leid. Das ist halt so... So auf den Rücken zu hauen, ist zwar auch schon nicht nett, aber voll ins Gesicht? Das muss doch wehtun. Wow. Armer roter Fatalis. Leider haben wir seine Hörner nicht bekommen. Nicht ein einzelnes. Haben wir eigentlich eine Nebenquest? Nee. Wäre auch krass gewesen. Es wäre merkwürdig gewesen, ja, eine Nebenquest, glaube ich, bei ihm zu machen. Weil... Vom Bossmonster eine Nebenquest. Wie gesagt, wäre, glaube ich, irgendwie nee, merkwürdig gewesen. Und wups. Ja, da kann man durchkommen. Kann man durchkommen. Aber ich glaube, gerade diese Trefferkombo auf dem Kopf hat ganz gut Schaden gemacht. Fand ich ganz gut. Das ist, glaube ich, auch gerade wirklich das Einzige, was, ja, was es aufhalten könnte. Den Schaden, den wir raushauen. Das ist das Einzige, woran ich zweifle, weil Fatalis, ich habe mir auch nicht so schwer vorgestellt. Ist jetzt ungefähr so, wie ich mir gedacht habe. Er macht gut Schaden, aber man kann ihm auch ausweichen. Es geht. Oh Gott, da, ja. Wollte ich nicht unbedingt reinspringen. Das hätte nämlich perfekt vom Timing getroffen. Das wäre ein bisschen... Es hätte ein bisschen arg wehgetan. Bin ich auch ganz froh, dass ich bisher nur nicht von so einem Stein getroffen wurde, weil die sind bestimmt stark. Ist bestimmt stark. So, wie er sich spammt. Ah, verdammt. Okay. Und... Was gibt das jetzt schon wieder? Oh, den Schweifhieb. Okay. Manchmal lädt er so ein paar Sachen auf, wo man sehr vorsichtig sein muss, was es denn genau jetzt ist. Kann man mal schwer einschätzen. Sollten gleich 15 Minuten sein... Das ist nicht gut. Weil mir fehlt hier halt gerade noch so ein bisschen was, so muss ich es sagen. Wie gesagt, ich habe die Fastbomben nicht aus Jux und Tollerei mitgenommen. Das ist das Problem gerade. Der Bosskampf hat nochmal eine schöne Wendung. Sollte er eigentlich haben, sagen wir es so. Sie sollten es eigentlich nicht rausgepatcht haben. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wow. Da habe ich einfach mal durch das Runterfallen den Dings die Aufladeanimation geskippt. Cool. Coole Sache. Ah, schade. Ah, nein, 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 gar nicht gut. Und gerade keine Ausdauer. Okay, Bombe ist auf jeden Fall weg. Die will ich so schnell weg haben, weil, wie gesagt, die hat halt richtig gut Schaden gemacht. Okay, und er hat es wieder auf normales Level getrieben. Ach, ich wollte hier doch... Ah, ich wollte hier noch Wettfische mitnehmen. Das war doof. Na gut, egal. Es muss so gehen. Damit wir wirklich... damit uns wirklich nicht die Waffe ausgeht. Okay, liegt er gerade länger? Ja, tatsächlich schon, aber ich komme hier gerade nicht aus seiner Brust raus. Schade. Naja, egal. Das war gerade bloß der Schweif. Der Schweifhieb hätte ihm eh nichts gebracht.
Wow, da liegt er jetzt aber gerade wirklich richtig. Ah, ich wollte eigentlich auf dich draufspringen. Wäre zu schön gewesen. Wow, das wieder. Ich hasse das. Ich habe es noch nie gesehen, was da überhaupt passiert, aber ich hasse es einfach. Es ist einfach so die Kombo des Todes, der Schuss des Todes, den er da macht. Macht er auch bloß, wenn er aggro ist, wenn ich es richtig gesehen habe. Was jetzt gerade leider wieder ist. Aua. Ach, das ist Hinfallen. Ich erinnere mich wieder an, ich sag mal, nicht schlechte Zeiten unbedingt beim Fatalis, aber ja. Fatalis, wie gesagt, nie so wirklich angenehmes Vieh. Oh Gott, es gibt doch wieder den... Nee, es gibt eigentlich bloß das Hochsteigen wieder, oder? Nee, nicht mal. Toll. Aber wir haben ihm wenigstens Schaden gemacht. Dafür gibt uns er wieder die Bombe. Okay, und Bombe ist... Nein, stimmt. Die Bombe geht ja nicht weg, wenn wir bloß... Ja, genau so. Zumindest langsamer geht sie dann weg. Ah, schade. Er braucht ein bisschen mehr. Das war, glaube ich, ein Horn. Können wir gleich sehen. Es scheint mir so. Boah, schwierig zu... Bei manchen Monstern ist es immer so schwer zu sagen, ob sie jetzt ein Horn verloren haben oder sowas. Aber es kann sein, dass wir ein Horn von ihm kaputt gemacht haben. Jetzt sollte er eigentlich wieder steigen lassen. Da nochmal kräftig durch. Er hat gerade den Schweif noch nicht nach oben. Na, tut er auch nicht. Schade. Und weg, 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 weg. Ja, danke. Weil das kann er ja nur so kombinieren. Das ist ja auch das Schöne. Deswegen Fatalis, auch wenn er aufgepusht wurde mit dem Move Pool, was ich sehr cool finde, definitiv, hat er aber immer noch alte Schwächen. So muss man sagen. Was war das denn? Einfach bloß mal entlang kriechen. Gut. Kein Ding. Er hat immer noch alte Schwächen. Die Schwächen sind halt vor allem solche Sachen wie, er kann sich nicht so wirklich gut wehren, will ich jetzt mal sagen. Und er hat die Hörner verloren, ja. An gewissen Stellen kann er sich nicht so gut wehren. Er ist jetzt nicht so der Allrounder, der immer alles, das komplette Feld kontrolliert, kann man sagen. Sondern er macht halt wirklich so Umgebungsangriffe und sowas und tänzelt so ein bisschen umher, was immer wieder Schaden macht. Wie zum Beispiel dieses Ankriechen und sowas macht er ganz gern. Sowas zum Beispiel. Feueratem, ganz klar. Aber ja, halt andere Sachen, als man so gewohnt ist. Deswegen fand ich ihn auch schon immer interessant. Aber halt ätzend. Früher war er ätzender, weil da hat er... Wow, jetzt habe ich es fast mal ja direkt live gesehen, kann man sagen. Ah, er macht gerade ziemlich häufig das. Das ist nicht gut. Weil wie gesagt, davon kann ich halt so schnell mal getroffen werden und dann war's das. Das ist halt krass. Würde das öfters machen, wäre ich vielleicht jetzt mittlerweile schon tot gewesen. Können wir eigentlich von Glück sprechen, dass er das seltener macht. Wobei auch schon die zwei, dreimal waren zu viel. Und wieder aggro. Ja. Dann war er gerade eben nicht aggro, oder wie? 15 Wettsteine noch, verdammt. Mir fehlt gerade immer noch was. Ich glaube, das bekommen wir nicht hin. Sehe ich jetzt gerade eben nur nicht. Weil, sagen wir, 35 Minuten sind es ja. Wir haben jetzt knapp die Hälfte. Was war das denn? Hatte mich einfach bloß mitgeschoben. Wir haben jetzt knapp die Hälfte, aber wir haben ein gewisses Stadium des Kampfes noch gar nicht erreicht. Schauen wir mal. Ich bin wirklich noch gespannt, wie es läuft. Oder wie es einfach weitergeht. Ah, okay. Aber wir können halt ziemlich häufig und wir können ihn immer noch angreifen mit Grün. Das ist sehr, sehr gut. Das habe ich eigentlich gar nicht so erwartet, dass es so gut funktioniert. Wow, ja, das waren nochmal schöne Kombos. Wunderschön. Ja, schön. Leider nochmal von der... Nee, gar nicht von der Bombe. Einfach so ein bisschen Schaden. Wow. Ah, die Katzen haben da wieder kräftig nachgeholfen. Okay. Es ist halt auch so, man kann auch mal kurz stehen bleiben und sich heilen. Das geht bei dem Boss. Das ist auch das Angenehme. Okay. Eigentlich dachte... Ja, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, eigentlich dachte ich, er kann es bloß so kombinieren. Kann aber auch. Hätte mich jetzt gewundert, wenn er da jetzt was ganz Neues macht. Ich würde eigentlich ganz gern... Ja, seine... Was? Wo war die Undurchdringlichkeitsphase? Weil...
Roter Fatalis war dafür bekannt in Freedom Unite, dass er eine gewisse Phase hat, sagen wir ab 50% oder sowas, vielleicht sogar höher, wo er komplett, ich sag mal, unverwundbar wurde. Wo man immer die ganze Zeit abgeprallt ist. Das war so die Phase, hau mir 10 Bomben rein und dann kann der Kampf weitergehen. Deswegen habe ich jetzt so viele Bomben mitgenommen, weil ich auf diese Phase gewartet habe. Haben sie die Phase rausgenommen? Mir wurde gesagt, dass der Rost Kushala Daora die Phase hat. Aber wieso haben sie denn beim roten Fatalis rausgenommen? Ich meine, ich fand den roten Fatalis-Kampf jetzt richtig cool. Mich verwundert es bloß, dass es nach 15 Minuten vorbei wird, dass ich ihn gekillt habe. Nach knapp 20 Minuten, okay. Aber trotzdem, roter Fatalis, 20 Minuten? Ich meine, meine Drachenwaffe sprach für sich, definitiv. Und ich wusste noch, dass man dem Fatalis gut Schaden reinhauen kann. Deswegen waren eigentlich die Doppelklingen von vornherein schon meine Waffe der Wahl. Aber 15 Minuten, also 30 hätte ich schon gerechnet. Dafür, dass die Golderatian jetzt 30 gedauert hat, krasse Sache. Eine fatale Schuppe, rot vor Zorn, blitzt im Dunkeln rot auf. Ein fatales Panzer voller Zornesröte, die schwarze Basis verrät die Herkunft. Und oh, ein Auge, sehr schön, Teufelsauge. Fatales Teufelsauge, das Auge des zornigen Fatales. Der finstere Blick ist vielen zu viel. Nochmal ein Auge, sehr schön. Und Hörner, wow. Wir haben an sich ihn perfekt gefarmt, kann man sagen. Zwei Hörner, zwei Augen, das ist stark. Das ist richtig stark. Ein großer Dudelsack, den, ja, ist schön, ne? Kann man mal so, killt man Fatales, bekommt einen Dudelsack. Wieso nicht? 7000 Punkte. Wow. Ach so, ja klar, weil wir den Karawanenführer hatten. Aber auf jeden Fall richtig coole Quest. Mir hat es richtig gefallen, wie der Fatalis geremaked wurde. Yes, Ende. Wie er geremaked wurde, hat mir richtig gefallen. Nur mir hat wirklich diese Undurchdringbarkeitsphase gefehlt. Wo ich mich jetzt halt drauf vorbereitet habe. Ich meine, mir hat sie jetzt nicht gefehlt von, oh, es ist so schade, dass ich nicht dabei war. Aber ich habe mich halt voll und ganz drauf vorbereitet. Na gut. Und damit haben wir jetzt auf jeden Fall die Eierquest komplett abgeschlossen. Die Frage ist nur, war's das jetzt? Haben wir jetzt alles durch? Reden wir erstmal nochmal mit dir, Jägerbote. Psst, Jäger, hast du es erledigt? Ja? Du weißt schon, die Sache. Die Sache, fortgeschritten, rote Drachendämmerung. Klingelt es? Egal, du weißt schon, wer hat eine Nachricht für dich. Einzigartig Arbeit, Jäger. Ich wusste, dass ich dir dass du die Eier hast, den Auftrag zu erledigen. Wer die Macht des Eis brechen kann, dem ist es bestimmt, zur Legende zu werden. Lass uns nun die Eihymne singen. Jetzt singt er nur alleine, deshalb überspringe ich diesen Teil lieber. Ich weiß, dass du es ausplaudern willst, aber denk nicht mal dran. Ist mir egal, ob du seine Art zu reden schon länger erkannt hast. Schon längst erkannt hast. Tu uns beiden einen Gefallen und sprich seinen Namen hier nicht aus. Ich habe meinen Teil erledigt, jetzt verzieh dich. Okay. Schön, damit haben wir, wie gesagt, auf jeden Fall die Eierquest oder die Eierquest-Reihe erledigt. Und ich glaube sogar, damit alle Quests im Offline-Modus. Ich frage mich halt immer noch, es fehlt die Quest. Es fehlt dieser eine Drachenälteste, den er suchen will. Dringende Quest haben wir keine mehr. Hier ist es Silber. Aber eigentlich, wir haben ja auch keine fortgeschrittene Quest mehr, oder? Ich kann mal nachschauen, was hier jetzt noch fehlt, was wir hier vielleicht noch freischalten können oder müssen. Das wäre mal eine Möglichkeit, aber damit haben wir an sich vorerst mal alles abgeschlossen. Wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne mal schreiben. Aber ich werde auch selber nochmal nachschauen. Kann ich jetzt noch Quests freischalten? Oder bis dahin habe ich eh nachgeschaut. Vielleicht sagt es mir ja jemand auch davor. Ich habe ja auch, ich habe vor dem Fatalis gefragt. War vielleicht blöd, ich hätte es vielleicht von Anfang an von der Aufnahme fragen sollen. Egal.
Ja, könnt ihr mir ja nochmal schreiben, vielleicht übersehe ich ja auch was oder schau bis dahin nicht nach. Wobei es dann schon ziemlich spät wäre. Egal. Ob ich jetzt hier noch irgendwas tun kann oder nicht. Mir scheint aber so, dass nicht. Ich könnte jetzt nochmal alle Dörfer durchgehen. Ich gehe aber jetzt nicht davon aus, dass ich jetzt irgendwo in Hart nochmal eine Quest versteckt für hier. Hart ist eigentlich die einzige Stadt, wo ich schon lange nicht mehr war. Weil Haber war mir ja mal kurz. Katar war ich kurz. Chico Sande waren wir ja. Jetzt gehen wir nochmal nach Hart. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Also wir hätten eh Zeit, nur ich weiß, dass meine Platte nicht allzu voll laufen darf. Deswegen, aber hier ist auch nichts. Deswegen war ich auch ganz froh irgendwie, dass die Quest so schnell ging. Ansonsten, wäre es vielleicht ein Problem gewesen. Schauen wir mal. Also das heißt, schauen wir mal, jetzt mussten wir nicht mehr nachschauen. Schön, damit haben wir aber wirklich alles eigentlich vorerst abgeschlossen. Erkundungsinfo, nichts Interessantes. Und deswegen, ja. Ich will es vorerst mal nicht beenden, das Ganze hier. Das mache ich dann auf jeden Fall, wenn ich herausfinde, dass wir hier gerade nichts mehr machen können, dann beende ich es mal offiziell. Es kommt dann auf jeden Fall auch nochmal ein Video, wo ich nochmal genau erkläre, wie das dann ablaufen wird in Zukunft. Also keine Sorge, was das angeht. Und ja, ich kann einfach bloß nochmal sagen, die drei Quests waren jetzt alle sehr interessant. Savage Devil Yo, einmal mies umgekombot, ist aber an sich ganz gut gelaufen. Hat mir auch gut wieder gefallen, weil Savage Devil Yo ist einfach krass. Gold Ratian war einfacher als Silber Rathalos, hat aber länger gedauert. Also war mehr der Ausdauerkampf, so muss man sagen. Aber war interessanter, sagen wir es so. Ich denke, so in Richtung hätte Silber Rathalos halt auch gehen sollen, dass er halt nicht nervig ist, sondern einfach nur stark. Weil das war sie jetzt. Sie hat ab und zu ein bisschen rumgenervt, aber es war nicht ganz so schlimm, wie gesagt, wie halt der ätzende Rathalos. Und ja, dann Roter Fatalis, immer cooles Vieh. Immer cooles Vieh. Wobei, mir hat es halt immer noch nie so ganz gefallen, dass er... Manchmal ist es halt wirklich so, okay, er tut einfach nichts. Er steht da und wackelt ein bisschen rum oder schießt irgendwas oder wackelt mit dem Schweif. Und man kann halt so kräftig draufhauen. Aber das war schon immer die Schwäche vom Fatalis. Deswegen war das eigentlich ganz gut. Aber das Remake hat mir gefallen von ihm, weil er hat jetzt viel Neues dazugelernt. Ich kann mich nicht mehr ganz an den erinnern, weil ich damals im Freedom Unite bloß einmal ihn erlegt habe. Ich habe es, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Aber ja, ich habe den schwarzen Fatalis halt einige Male probieren müssen, weil ich ihn einfach ums Verrecken nicht hinbekommen habe. Und dann der rote Fatalis, als ich mal den normalen raus hatte, ging der rote auch. Mich hat dann bloß halt diese Unverwundbarkeitsphase überrascht. Aber die hatte er jetzt interessanterweise gar nicht mehr. Wie gesagt, das hat mich jetzt am meisten überrascht eigentlich, dass sie ihn die rausgenommen haben. Weil das war ja wirklich so dieses, ja, man sagt Signature Move, ich weiß es gerade nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Dieses Markante an ihm, kann man sagen. Und deswegen habe ich mir eigentlich auch 20.000 Fassbomben mitgenommen, weil, wie gesagt, 10 Fassbomben plus oder sowas an den Kopf und dann kann der Kampf weitergehen. Aber ja, das könnte es vorerst mal gewesen sein mit dem Offline-Modus von Monster Hunter 4 Ultimate. Weiter geht's dann natürlich mindestens genauso lange nochmal im Online-Modus. Ich freue mich schon sehr drauf, vor allem freue ich mich dann drauf, weiter Doppelklingen zu spielen. Weil ich dann auch mal die Zeit habe, beziehungsweise wir dann natürlich wieder von Null anfangen und deswegen auch ein paar Low-Rank-Doppelklingen spielen kann und sowas. Und ja, wie vorhin schon gesagt, es wird auf jeden Fall, wenn nicht noch ein paar Quests hier kommen, wird auf jeden Fall noch ein Video kommen, wie das ablaufen wird. Ich weiß es selber nur nicht hundertprozentig, es wird einfach auch wieder bloß sein, ihr könnt mitzocken. Und ich werde mir noch überlegen, wie wir das genau machen und werde es euch dann nochmal ganz genau mitteilen. Und ja. Damit würde ich auf jeden Fall sagen, sieht man sich das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Monster Hunter 4 Ultimate. Wie gesagt, eventuell dann schon im Online-Modus. Bin sehr gespannt. Und ja, irgendwann werden wir dann natürlich wieder ins Dorf zurückkehren, um auch die letzten paar Quests zu erledigen, die wir jetzt noch nicht freischalten können. Also dann, ciao!